So, Freunde, da sind wir wieder. 60 will seine Revanche, 60 kriegt seine Revanche und ich meine, dieses Problem jetzt gefixt zu haben. Das war eine Einstellung, die ich so nie getroffen habe. Abgesehen davon spiele ich wieder auf 6 Minuten, das ist scheiße. Okay. Fuck, das muss ich nochmal fixen. Moment. Ich spiele ja nicht auf 6 Minuten. Ich habe gesagt, ich spiele auf 5. Ich habe es doch gespeichert, oder nicht? Scheinbar nicht. So, Moment, sorry. Wir starten gleich nochmal. Auf jeden Fall, war es irgendwie eine total dämliche Einstellung. Von wegen Custom Music beim Pro. Irgendwas added last month und nicht Standard. Was total. Ich habe das nie eingestellt, aber naja. Ist ja auch scheißegal. Denn jetzt. Ich hab's getestet in der Karriere. Ich habe mit Loni zweimal getroffen. Testweise hat alles super funktioniert und ich lehne mich so weit aus dem Fenster, um zu sagen, es ist gefixt. Wenn es nicht gefixt sein sollte, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich nämlich ein ganz markantes Problem. Was ich so erstmal nicht lösen könnte. Also Neuauflage Loni. Einstellung, ja. 5 Minuten. So, hat es jetzt gespeichert? Ja, hat es gespeichert, okay. So, dann machen wir das nochmal, Freunde, würde ich sagen. Jetzt auch wirklich. Ah, fuck, ich hab das Spiel nicht verstanden. Ah, hoppla. Bam, bam, bam. St. Pauli 60. Es soll die große Revanche werden für das DFB-Pokalspiel. Wo St. Pauli herausgeflogen ist. In der 120. Minute das 2-1 kassiert hat. Und ja, natürlich entsprechend bedient nach Hause gefahren ist. De La Torre. So sollte man einen Pass definitiv nicht spielen, genau auf den Gegenspieler. Das ist so, ich glaube nicht, dass es so funktioniert, aber hey, don't mind me, I'm just asking questions and talking, telling the truth and shit. Erik. Das ist erst mit der La Torre, das ist verhöht. Und schon wieder, das ist genau das gleiche wie Pokal. Uiuiui. Hallo, hallo, hallo. Das war jetzt aber wohl eindeutig mal ein Foul, oder nicht? Also ganz gleich die Beine weggesenzt. Was ist das denn? Wo war das denn bitte fair? Fragwürdig in meinen Augen. In meinen Ohren. In meinem Sinne. Bin ich sicher. Das ist erstmal. Ich war schon auf Handspiel, aber nicht von mir aus, sondern vom Gegner. Ich dachte, der Gegenspieler hat Hand genommen. Naja, das scheinbar nicht. Deswegen können wir jetzt alle glücklich weiterleben. Kringe. Kringe, der wird nicht mehr aufgehalten. Aber kriegt den Ball rüber. Donizette! 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 Ich kann den Namen. Das war zu schnell. Und hin war ich darauf vorbereitet, so einen Namen auszusprechen. Ich weiß nicht mal, ob er Leandro oder Leonardo heißt. Ich weiß nur, er hatte die Riesenchance zum frühen 1-0, was es ja auch im Pokal gab. Das Ergebnis ist entsprechend am Ende. Daran sollte man sich erinnern. Hab's ja auch vor 2 Minuten gerade gesagt. Also 2 Echtzeit, nicht 2 Ingame, 2 Echtzeitminuten. Das war gut gesehen. De La Torre sieht jetzt unten verhöht. Verhöht? Nee, aber das ist viel zu langsam, viel zu behäbig. Da fehlt so ein bisschen auch die Spritzigkeit, die daraus hätte mehr machen können. Und eigentlich auch müssen, wenn man ehrlich ist. Kringe. Okay, erstmal gut nach. Vielleicht hatte man im Pokal einfach einen schlechten Tag. Das kann ja auch sein, das kommt immer wieder vor. Wie der Ball ankommt, ist mir ein ganz großes Rätsel persönlich, aber egal. Hier soll es nur recht sein. Loni. Loni, einfach mal drauf. Aus 17 Metern, mehr als gerechtfertigt, vor allem bei seiner Schusstechnik, bei seiner Schussstärke und bei seiner Erfolgsquote aus diesen Distanzen. Im Northampton Paralleluniversum natürlich. Aber ja, trotzdem. Verteidigung ist da. Denkst du von wegen? Moritz Stoppelkamp, das war viel zu einfach. Wieder mal null Verteidigerarbeit. Hilfe. Ich kriege ja Angst hier schon, wenn ich sowas anschaue. Wenn ich sowas nur anschaue, kriege ich schon Angst. Das wäre ja was heißen. Meine geschickte Finte. Und Nerik, der den Ball, ja, noch bekommt. Ist das Loni? Das ist nicht Loni, weil ein Verteidiger wieder richtig schön Fahrradzieher hinliegt. Aber das, ja, es war mehr ein Zufallsprodukt, aber darauf muss man sich auch mal verlassen dürfen. Das war ein Foul, das hätte ich auch so gesehen. Ich habe nur auf den Pfiff gewartet, möchte man sagen. Ich habe nur auf den Pfiff gewartet, tatsächlich. De La Torre. Loni. Ja, keine Anspielstation. Was macht man? Mal selber probieren. Jetzt mal. Donizette. Donizette.
Ball rein, Flanke rein, Loni. Nein. Leider nicht. Aber immer mal über außen. Man hat gesehen, über außen, nicht nur durch die Mitte immer, sondern auch ein bisschen mal gucken mal, ne? Liebe Freunde aus St. Pauli. Das war gar nicht mal so ein schlechter Ansatz. Und wenn jemand schon sagen muss, gar nicht so ein schlechter Ansatz, wissen wir alle, kritisch. Mit gut hat das nichts zu tun, aber da war mal was, ne? Della Torre. Nee. Wollte da jetzt zwar schön nach außen spielen, aber ohne Erfolg. Loni. Unkreativ nach vorne, aber warum denn nicht? Loni! Verhüllt! Da geht der 60er noch rein. Ja, da brauchst du gar nicht die Hand zu heben, mein Freund. Das ist ja eine ganz klare Ecke. Rein das Ding. Loni ist da, kriegt den Kopfball. Das ist gut! Das ist gut! Der hat seine Qualitäten wieder. Da sind sie. Das mit dem Kopf am Bein hat er es gemacht. Ah, kann es doch. Dankeschön. Zack. Und rein hat den. So wollen wir das doch sehen. Stimme weg. Schalalala. Ich habe noch nicht mal richtig angefangen zu schreien. Meine Stimme kratzt schon. Ist nicht gut. Oh, nee. Ich wollte den Ball eigentlich nach unten spielen, aber gut. Habe ich wohl nicht energisch genug die Richtung angegeben. Warum denn auch nicht? Halstenberg. Ja, manchmal muss es auch einen Standard richten. Klar. Oh, Freunde. Was ist denn da? Ich glaube, diesmal habe ich zu stark gespielt. Die Richtung hat gestimmt, aber ich habe zu stark gespielt. Und hat FIFA gesagt, ja. Willst du dem spielen, der viel weiter weg ist? Das war die Stärke, die du angegeben hast. Das macht Sinn. Ich sag ja, ja, ja. Klar. Halstenberg. Wird durchgesetzt. Der Ball sollte. Aber gut, das war jetzt eng. Da konnte ich. Loni. Also da wäre ich sie jetzt echt durchwurschteln, aber wenn es funktioniert, bitteschön. Loni, gib ihn mir! Nein. Oh, diese Dinge vom Fünfer, Halbseite, ne? Die kann er. Das ist genau seins. Verhöhlt, ja. Es ist alles sehr dicht in der Mitte. Loni, was soll er machen? Versucht mal, jemanden auf außen zu finden, aber gerade in die Mitte zieht. Ja, das hat sich ja toll funktioniert. Drei St. Paulianer. Keiner geht hin. Das ist energischer Nicht-Einsatz. Tribul. Ja, Marut. Hätte fast vor der Halbzeit nochmal reingeknallt, ne? Wahnsinn. Ein 1:1, was unterm Strich, glaube ich, in Ordnung geht. Also, ersten 20 Minuten St. Pauli ganz klar schlechter. Die 60er mit einer absolut verdienten Führung in meinen Augen. Aber dann haben sie ein, zwei Situationen gehabt, wo man sagt, ja, doch, das geht schon so. Funktioniert es auch mal. Vorteil abgelaufen. Gut gewartet. Gut den Ball geholt. Und jetzt mal Donizette. Steinhöfer. Er wird nicht bedrängt. Verteidiger geht in die falsche Richtung. Und dann hat er eben mal Platz. Und Thoran da nicht wäre. Trotzdem war noch gefährlich. Steinhöfer. Jetzt ist Thoran nicht mehr im Weg. Was wäre es jetzt im Weg? Niemand. Aber geklärt. Abseits. Von, ich weiß nicht mal wer. Ist mir auch egal. Also wer es genau war. Ich meine, klar von 60, aber das war offensichtlich nicht die Frage. Donizette. Junge, geh doch mal. Geh doch mal. Halstenberg. War voll von mir wieder. Na ja, ja, klar. Sehe ich schon. Ja, ja, logisch. Verarsch mich doch. Und Loni will ein bisschen stören. Er zwingt dadurch den langen Ball und den erneuten Ball gewinnen. Für St. Pauli. Ja, das ist nicht unbedingt der Ball auf Della Torre. Sagen wir mal etwas. Das 1-1 steht. Und St. Pauli kommt jetzt auch ein bisschen besser ins Spiel, würde ich sagen. Sie haben noch nicht die ganz sicheren Kombinationen, aber es ist was, mit dem man mal. Ja, das ist eine solide Basis, mit der man arbeiten kann. Zumindest nach vorne. Das ist mehr als in den ersten 30 Minuten zusammen. Was wir jetzt gesehen haben. So, Loni. Da lässt sich einmal 1-2 aussteigen. Das ist abseits von Della Torre. Und da hat die Abwehr ganz viel Zeit, um hier einen Schritt nach vorne zu machen. Verhoeven. Geht raus. Für ihn wird Nöte kommen. Okay. Loni kann nur wieder nicht stören. Also ich meine, er stört, aber er kann. Also er kommt nicht in so einen leichten Ball ran. Ich glaube, ist zu viel gewesen. Ui, ist denn der Ball da hingekommen?
eigentlich gehofft, dass jemand unten ist, deswegen habe ich nach unten gespielt, aber ja, wenn niemand unten steht, schwaches Flügelspiel von St. Pauli, da muss man dran arbeiten. De La Torre, ja, warum denn nicht mal? Deswegen, weil er es nicht kann. Weil er es nicht kann, De La Torre! Und etwas zu früh die Grätsche. Zumindest in der Hinsicht, dass Kirali klären kann. Wow! Cool. Kein Kommentar zu dieser Situation. Donizette. Loni ist da. Nein, Nöte ist da. Nöte ist da, nicht Loni. Jetzt ist Loni da. Nöte, komm drauf, ist doch egal. Hat sich da verletzt? Nein, hat er nicht. Alles gut. Und Nöte kann direkt jetzt die Ecke nachtreten. Torrand. Konterchance eventuell für Adlung, wenn Tribol jetzt nicht stört und Adlung es schnell macht. Nein, so schnell ist es nicht. Konter ist es auch nicht, okay. Aber der Ball ist auf jeden Fall erstmal weg. Es steht immer noch 1-1. Das muss man bedenken. Das war hier überhaupt nichts. In keinster Hinsicht irgendwas. Also das Einzige, was St. Pauli machen könnte, ist von Ballgewinnen leben. Von leichtsinnigen Verteidigungsfehlern. Alles andere sehe ich mit solchen Pässen nicht als eine realistische Option an. Ist eigenen Mann gelegt, schön. Keeper geht hin, aber es reicht nicht. Naja, es reicht schon, aber es war eng. Es reicht nicht, um ihn festzuhalten, das meinte ich. Oh, Freunde, Freunde. Donizette, komm jetzt mal, bitte. Donizette startet, aber das ist Weltklasse verteidigt und das in der zweiten Liga. Nöte. Loni startet. Ja, gut, 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 gut. Komm, komm, Loni, komm. Egal, einfach rein. Und einfach ins Aus. 10 Minuten noch. 10 Minuten, um sich zu rächen. Oder um natürlich in der letzten Minute wieder eins zu kassieren und hier mit 1-2 nach Hause zu fahren. Obwohl man schon zu Hause ist, ironischerweise. Tribo geht jetzt raus. Für ihn Grigoric im Spiel für die letzten 10 Minuten. De La Torre. Loni. Sieht Halstenberg. Das war nicht schlecht gesehen. Halstenberg ist auf dem Weg in den Strafraum. Kopfball. Aber nicht annehmbar. Oder zumindest, ja gut, gut geklärt von 60. Jetzt Kringe. Rangelt. Da wird geeckt. Da wird das Nöte. Das Nöte. Und warum schießt er nicht? Warum grätscht er so in den Ball rein? Fragwürdige Aktion von ihm. Trotzdem gut. St. Pauli geht jetzt über die Flanken. Kombiniert sich mal ein bisschen durch. Und wurschtelt sich nicht nur durch. Das ist ja mal der Unterschied momentan. De La Torre. Null Anspielstation. GG sagt man da so schön, glaube ich. Loni. De La Torre. War alles ein bisschen behäbig, aber jetzt ist der Ball nun mal in der Mitte. Geht da nochmal was? Andere Richtung. St. Pauli sollte jetzt nach hinten arbeiten. Adlung. Mord, auf einmal war das ein Foul, was ich doch sehr kritisch betrachten möchte an dieser Stelle. Dritter Wechsel. Geht Loni jetzt raus oder nicht? Nein. Nicht raus, Stahl. Kopfball, Keep. Oh, oh, oh. 2-1. Nein. Meine Freunde, was war das denn? Das war überhaupt nichts. Das war ein Torwart 0. Das war null Torwartleistung dahinter. Loni, komm. Die Flügel, will er nochmal bespielen? Er will sie zumindest nochmal bespielen. Aber was er auch macht, andere Sache. Loni, nee. Zu eigensinnig. Da wird es am Ende nichts. Grigoric, komm. Junge! Das gibt einen Freistoß. Aus 17 Metern. Kann man den reinknallen? Kann man? Nee, weiß ich nicht. Nee, komm, machen wir so. Loni, komm. Hatte die letzte Chance, aber ich hätte ihn eigentlich flach ins Torwart-Eck schießen können. Fuck. Ah, egal. Müssen wir jetzt mitleben. Spiel vorbei. War wieder durchwachsen. Aber immerhin nicht verloren.
Und immerhin scheint sich zumindest das Musikproblem gelöst zu haben. Allen, die beiden Nationalspieler werde ich überspringen. Das habe ich auch in Staffel 1 dann so gemacht, irgendwann die Nationalspiele nicht mehr zu würdigen. Schon mal auf gar keinen Fall irgendwelche komischen Quali-Spiele. Ja, ich bin abgestellt, ich abgelaufen, alles ab, 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 ab. Okay. Die Neuauflage gespeichert. Und das nächste Mal der VfR Aalen, ein Gegner, mit dem man eigentlich arbeiten können, sollte können. Vielleicht. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal, Freunde.